Willkommen zur 111. Folge Space Exploration mit dem Felix. Hallo. Hallo. Wie geht's denn so? Mir geht's immer gut. Das ist schön. Was wäre das Effektivste an Festbrennstoff? An bitte was? Festbrennstoff, eigentlich Leichtöl, ne? Weil Leichtöl bleibt bei mir jetzt ja übrig. Ich könnte es zwar umwandeln, aber also Leichtöl brauchst du aber auch am wenigsten, um es herzustellen. Leichtöl 10, bei den anderen beiden 20. Und die anderen beiden haben theoretisch gesehen auch einen Verwendungszweck, also hätte ich auch behauptet. Richtig, weil Schweröl brauche ich ja für Schmiermittel, Leichtöl kann ich in Festbrennstoff machen und was brauche ich denn für Schwefel? Schwefel war auch, ne, Schwefel war Flüssiggas, okay. Das heißt, ich brauche eher Eisenplatten. Verdammte Hacke, dann sollte ich vielleicht doch unter Umständen erstmal die Schmelze bauen, ne? Vorzüge. Hauptsache, warum lässt man direkt sich eine Schmelze hinknallen, also ungefähr. Ich weiß jetzt ja nicht, wie viel du verbrauchen willst, aber am Anfang lohnt sich eigentlich das schon nur einen Ofen raufzustellen, ungefähr. Ja, aber nicht für, wenn ich da Chemie und sowas mache. Was wollte ich jetzt machen? Das. Hm. 334 von 500. Ich glaube, ich habe meine Rakete überfrachtet. Eventuell ein bisschen, ja. Wenn ich so sehe, was da noch alles ankommen soll an die Rakete, und die bist jetzt schon mit 343. Und der hat hier noch mehr als genug drin in der Kiste. Wieder vielleicht noch? Brauchen wir sonst noch irgendwas? Lichtbogenöfen. Oben war nicht. Verdammte Axt. Wieso brauchen wir keine Lichtbogenöfen, Felix? Weiß ich nicht. Ach, ja stimmt. Weil wir Industrial Furnace bauen. Da war ja was. Ja, aber wir bauen irgendwas bei den Öfen trotzdem nicht, die kommen nicht nach. Oder da fehlt Material bei irgendwas. Wo? Kannst du das mal pingen? Ich hab noch nicht geguckt, ich weiß aber, dass die Industrial Furnace das letzte Mal, wo ich geguckt habe, nicht produziert haben. Was weiß ich, was da fehlt. Irgendwas fehlt da aber. Also, ich habe jetzt gerade so viele Furnace bekommen. Es kann auch einfach sein, dass es da zu der Zeit einfach Materialmangel an irgendwas gab und dadurch es nicht produziert wurde. Aber im Normalfall würde ich behaupten, dass Lichtöfen fehlen, ja. Aber warum die fehlen, keine Ahnung. Ob wir die nicht produzieren oder so. Muss ich jetzt nicht sagen. Dass ich das tatsächlich dir uns sagen kann. Thank you.
Hier anscheinend wie viel nicht. So, Maschinen kommen auch nicht mehr. Wir haben auch 80% der Sachen Ressourcenmangel. So, das da oben, Bau A. Das macht natürlich Sinn. Möchtest du wissen, warum Lichtbomben nicht produziert werden? Ja. Weil wir keine Hochöfen haben. Und die haben wir nicht automatisiert dann. Wir brauchen Öfen, Hochöfen. Mann! Hochöfen werden nicht produziert, rate mal. Weil wir keine Schmelzöfen haben. Aber die sind da nicht automatisiert. Alter, weißt du, warum wir keine Schmelzöfen haben? Weil wir keinen Stein haben. Richtig! Aber wir hatten doch hier irgendwo... haben wir doch Stein angefordert, ne? Kann gut sein, ja. Daraus andere Sachen zu machen. Rote Kiste. Haben wir irgendeine Anbieterkiste? Da fordern wir Stein an. Hört mal auf, da Stein anzufordern. Weil wir brauchen Steine hier unten für Öfen und so. Felix, du glaubst es nicht, es kommen jetzt Lichtbogenöfen. Kann ich mir echt ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber auch gut. Wie jetzt? Was? Jetzt auf einmal brauchen nur 30 Megawatt und meine ganzen Akkus sind voll? Offensichtlich ja. Interessant.
Warum? Das heißt, ich muss jetzt irgendwann demnächst, muss ich mal meinen Frachtlandeplatz umbauen. Irgendwohin. Wäre schon mal echt toll. So, pass auf, sobald ich jetzt wieder Wasser verbrauche, ich weiß, was ich noch vergessen habe. Granate, verdammt! Daran habe ich zum Glück gedacht. Komm, bringt mir jetzt nicht den ganzen Scheiß hier. Bringt mir. Genau. Roboterhangare. Roboterhangare sind das Wichtigste. Das Zeug mir da unten hinbauen schon mal. Wow, da kommen Tanks kommen ja an, aber das sind die unwichtigen Tanks. Jetzt speichert die Karte erstmal 17 Gigabyte und gefühlt. Ja, definitiv. Könntet ihr bitte die anderen beiden Tanks bauen? Das wäre echt geil. Komm, ich muss das Ding jetzt zwischenspeichern, das Leichtöl. Geht doch. Jetzt kaputt? Das ist kein Öl mehr da oder was?
hier, ihr macht mich einfach nur fertig. Wir machen dir wenigstens eins richtig. Schön ist, ich habe jetzt schon alleine gefühlt 400 oder 500 Viecher hier verloren. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sechs der Toast. Darf nochmal mehr zu nehmen. Darf nochmal auch mehr zu nehmen. Komischerweise, Strom haben wir jetzt auch mehr als genug. Und wieder schön in die Solaranlage rein. Ich habe das Gefühl, das erste, was du machen solltest, wäre fast gewesen, nicht das Zeug aufzubauen, sondern eher erstmal Verteidigung. Ja, muss ich in der nächsten Rutsche mal Verteidigung reinbasteln. Oder überhaupt die Wand lassen. Ja, genau. Warte mal, hier. Fahrzeugkraftstoff hätte ich ganz gerne noch. 200 im Inventar. Oh, ich denke, du bist 100. Dann hätte ich ganz gerne 100.
Okay, das war's mit Solarpanels. Gut. Hier oben hin, bei dem Akkupark. Einfach mal 2.500 Solarpanels, Quatsch, Akkumulatoren hier setzen. Es kann dauern. Möglicherweise. Ja, doch. Ey, wir haben zwei vergessen. Ey, gibt auch noch zwei Schläge. Baut er die jetzt oder baut er die dann nicht mehr? Ah, bauen sie. Okay. Die beiden hätte ich auch ganz genau. Die beiden da brauchen, bitte, danke. Und die kriege ich niemals, niemals, nie wieder. Die Beine ist drum gebaut. Haben sie. Rauskommen, letzten 350 Akkus, die ich zumindest noch im Inventar habe. Ich habe nur noch 5000 hier irgendwo rumliegen. Jawohl. Ich habe jetzt eine Akkumulatorkapazität von 80 Gigajoule, ne? Nett. Ja, nett, finde ich auch nett. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, wird das auch nicht reichen. Gut möglich, ja. Verdammte Hacke, jetzt weiß ich, was ich vergessen hatte. Kann ich mit Sicherheit auch nicht bauen. Habe ich Kupfer hier oben noch irgendwo? Da ist noch Kupfer. Warte mir bitte, ich kann jetzt Förderpumpen bauen. Ich kann Förderpumpen bauen. Die Stelle kann ich noch bauen. Pumpe kann ich auch bauen. Wunderbar. Dann ist aber gleich ein Kupfer leer. Das brauchen wir noch, das brauchen wir, das brauchen wir. Bisschen Öl hier ab, wa? Zumindest soweit wir das können, bis es halt auf ein scheiß Niveau ist. Gebaut.
1-4. Na dann. Für den Zug hatte stellen. Was liegt einfach nur alles an einer Person? An mir? Wer denn sonst? Dir. Aber weißt du, was an mir jetzt liegen wird? Das Folgenende. Nee. Doch, wir sind am Ende der Folge angekommen. Das akzeptiere ich einfach gar nicht. Hast du Pech gehabt? Okay. Aber lass mich wenigstens noch ganz kurz Lagertraktion vorladen. Ich hoffe, wenigstens die habe ich. Alter, ich habe 1006 Lagertraktionen. Wofür? Weil ich es kann? Das auch, merke ich schon, aber wofür brauchst du so viele? Und wieder ein Solarfeld. Jawohl. Pass auf, Felix. Um das nochmal ganz kurz klarzustellen, brauche ich. Na dann. Aber ich hab sie. Oh. Das ist der Unterschied. Na dann, hast du ja Glück gehabt, ne? Mhm. So, jetzt können wir Feier machen. Na dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.